auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Sirodi'il zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Irgendwie bin ich mit dem Sound nicht zufrieden. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Okay. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Etherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Lasst ihn köpfen. Kommt, ich habe nicht den Aber ich möchte nicht, dass er geköpft wird. Ich möchte, dass er lebt. Lass ihn leben. Ein Lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das aufsagen? Komm schon. Na super. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Rebell aus Sirodi'il, ihr seid dran. Bin ich das? Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Ja, dann lass mich. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte nicht zu dem Kopf. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten, was habt ihr gesehen? Ein Drache. Wie ist das möglich? Ich glaube, mir wird schwindelig. Und ich falle in Ohnmacht. Ja, natürlich. Aber erstmal Stopp und Einstellung. Was kann ich denn hier machen? Bloody Facials. Activate. So, dann. Nichts kann ich weiter aussuchen. Gut, ich hätte nämlich gerne einmal die Gesamtlautstärke weniger. Die Effekte weniger und die Fußstapfen und so weiter etwas weniger. Okay, die Gesamtlautstärke bleibt, aber ich hätte gerne einmal hier die Stimmen etwas mehr. So. Mod-Konfiguration. Was haben wir denn noch hier drin? Da kann ich jetzt nicht drauf gehen. Schade. Gut. Dann rein hier. Was ist ja, hier? Ulfric. Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Lass mich laufen. Wir müssen los. Jetzt. Hoch durch den Turm. Los. Schnell. Bevor der Drache den gesamten Turm in Trümmer legt. Ich fürchte. Sie sind verletzt, aber sie werden es überleben. Ich fürchte, wir haben unseren ersten Bug. Rasch! Hier entlang! Und, ich nehme einfach mal einen neuen Speicherstand und verlasse das Spiel mal kurz. Tut mir leid, ich bin, gleich wieder da. Hallo! Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder.
Das tun sie in der Tat nicht. Wir müssen los! Jetzt! Hoch durch den Turm! Los! Gut. So, willkommen zurück. An der Stelle habe ich gerade eben jetzt schon das dritte Mal gespielt. Wir müssen nur einige von diesen Felsen. Und. Ups. Zurück! Und ich habe mir den Audio-Bug inzwischen behoben. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Also springt durch alles das Dach okay sein. Und lauft immer weiter. Los. So, wir machen jetzt den... Wir folgen euch, sobald wir können. Ah! Supersprung. Und springen dann weiter hier runter. Harming, ihr müsst hierher kommen. Los! Tapfer, Junge, das macht ihr sehr gut. Tobol! So ist es recht, Sohn. Macht mich stolz. Alle mal zurück! Da kommt jemand. Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Ich steck Gunnar, einen Pfeil in der Schulter. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Hartwar. Ist vielleicht nicht ganz so intelligent. Komm, laufen wir eine Runde. Ich weiß ja inzwischen, wo du hinläufst. Ich habe ja oft genug. War ja oft genug da. Bleib nah bei der Wand. Okay. General Tullius, wir drüben. Hallo? Schnell, folgt mir. Ja, ich komme. Sagt meine Familie her. Was ist von den Achtgöttern? Ist das? Komm schon, gebt mir eure Hand. Es stirbt Festung, einfach. Es kommt immer her. Jetzt sind es nur noch wir beide. Bei Ismir. Nichts kann das Biest umbringen. Ralof. Und weiter geht's. Aus dem Weg. Wir fliehen, Hartwar. Diesmal haltet ihr uns nicht auf. Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sovngarbe. Ihr da. Was bei los, in die Festung. Ist das? So, diesmal laufe ich hier rum. Das andere Mal habe ich... die andere Seite genommen, diesmal nehme ich die Seite und ja, mal gucken, was uns hier drin erwartet. Ich weiß es noch nicht so richtig. Es ist auch wieder mal so ein Spiel, wo man nicht sehr viel reden braucht. Zumindest im Moment noch nicht. Weil die anderen das Reden übernehmen. Wir sehen uns dann in Sovngarde, Bruder. Okay, Sovngarde ist scheinbar der Himmel. Sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Hier. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Gut, dann durchsuchen wir jetzt mal die Leiche. Und wie ihr hier seht, habe ich eine Mod. Und die heißt... Sturmpanzer, Kriegsaxt. Legt die Rüstung an und schwingt die Axt. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Ja, die ist verschlossen. Versuchen wir es mal beim Tor. Und die bewirkt halt, dass wir bessere Inventarmöglichkeiten haben. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Kommt schon, die Kaiserlichen! Entdeckung! Das sind die entflohenen Gefangenen. Komm, ich bin bereit. Ich schlag dich. Lass Oh, meine Ausdauer ist schon niedrig. Vielleicht hatte ja einer von den Kaiserlichen den Schlüssel. Gut, dann suchen wir mal die Kaiserlichen ab. Ich möchte auf leichte Rüstung gehen, das weiß ich auf jeden Fall schon. Und wir haben hier ein Eisendolch und eine Axt. Mal die Tür zu öffnen. Und eine beschlagene Rüstung. Die sehr leicht ist. Deshalb nehmen wir die direkt mal und legen die auch direkt an. Denn die beschlagene Rüstung ist
leichter als das andere und wir nehmen jetzt den Eisendolch und das kaiserliche Schwert. Anstatt des anderen. So, weiter geht's. Kommt, verschwinden wir von hier. Ehe der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz bringt. Gut, dann laufen wir weg vom Drachen. Ich habe nichts dagegen. Ja, schön, wie hier die Pflanzen wachsen. Drücke M1, um zu blocken. Ja! Ja! Vorsicht! Oh, shit. Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Ja, das ist der. Schnappt euch alles, was wichtig ist, und dann weg von hier. Der Drache äschert alles ein. Ich muss nur noch ein paar Tränke zusammenpacken. Freiheit oder Sovngarde! Ein Lagerraum. Was hat der? Nichts Besonderes. Nichts Besonderes, was ich jetzt benutzen finden könnte. Wir werden sie brauchen. Okay, dann suchen wir jetzt Zaubertränke. Und Zaubertränke sind diese kleinen Teile hier. Na? Da haben wir was. Wir nehmen ein bisschen Brot mit. Kaninchen, Fasan. Hier in dieser Mod ist es ziemlich... Oder ich habe auch eine Mod drin, die normale Bedürfnisse erfordert. Das bedeutet, in dieser Mod ist es hin und wieder mal wichtig... was zu essen, sonst passiert irgendwas, was man nicht machen möchte. Beim Blut eines Trolls. Hört ihr das? Komm schon! Wer ist jetzt der Böse? Okay, der Folterer. War Ulfric bei euch? Nein, oh. Ich habe ihn. Eisenzweihänder. Ne, sind alle schlechter. Mehr gesehen, seit der Drache aufgetaucht ist. Warte. Schade. Einen Moment. Es... Wir haben hier einen Folterknecht. So aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Puh. Es ist abgeschlossen. Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Gut, machen wir. Maus, um das Schloss zu drehen, in die Nähe, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor er Dietrich abbricht. Wenn der erste Dietrich an der richtigen Stelle und dreht sich das vor und lässt sich öffnen. Gut. Möglicherweise brauchen wir das Gold, wenn wir hier rauskommen. Gut, dann nehmen wir das Gold mit. Und dann los. Den Zauberspruch nehmen wir noch mit. Und was hat der da? Der hat auch nochmal 25 Gold und eine Magika-Kapuze. Und eine Novizenrobe. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht auf Magie gehen, glaube ich. Zumindest. Ja, wir können weitergehen. Aber egal. Wir eigentlich dabei mitnehmen können, um das Ganze zu verkaufen. Wäre gerade meine Idee gewesen. Oh. Boah, das Problem ist, dass der uns... Achso, sind bei uns. So, okay, dann suchen wir... Cool. Man kann ein Skelett durchsuchen. Oh, und die haben noch alle Gold dabei. Ja, erstmal alle Skelette durchsuchen, ja? Ach, schäbige Robe. Wer braucht schon eine schäbige Robe? Die braucht sie garantiert nicht. So. Und weiter geht's. Komm, lass uns weiterlaufen. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist.
Ich werde sicher nicht. Oh. Kaiserliche Hunde! Aua! Oh, einhändig verbessert. Gut, der ist auch weg. Laufen zu dem Bogenschützen. Bogenschützen. Ist das alles, was ihr könnt? Gut. Wir gehen voraus. Seht nach, ob der Weg frei ist. Wieso blutet überall mein Sicht? Das ist nicht sehr nett. So, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal Eisenpfeile. So, also sind wir auch anscheinend gegen Ulfric Sturmmantel, denn wir haben uns ja für die Seite entschieden, mit diesem Typen dazu gehen. Mal sehen, okay, wo das hier hinführt. Ja, bin ich auch gespannt. Lass knacken. So, aber jetzt würde ich mal sagen, machen wir Schluss mit der Folge. Und bis zum nächsten Mal.